Guten Tag, meine Lieben. Noch heute ist es wieder mal soweit. Ich präsentiere euch meine Karten, und zwar orientalisches Wahrsagen mit dem Buch. Die Karten sind schon lange Zeit auf dem Markt, und zwar es geht hier um Kaffeesatzlesen. Ja, jedes Symbol auf der Karte hat mit Kaffeesatzlesen auch zu tun. Und wie das genau funktioniert, schauen wir einfach mal rein. Ich gebe euch einige Einblicke in dieses schöne Set. Als Erste haben sie hier ein Buchlein, und zwar die Beschreibung, wie man überhaupt die Karten liest oder Karten legt. Also hier habe ich das einfach mal so zusammen aufgebaut, dass man sieht, okay, also was ist überhaupt Hilfestellung, was ist überhaupt Deutung der Karten oder die traditionelle Bedeutung der einzelnen Karten. Also es gibt Karten mit Ameise, Affe, Blume und so weiter, aufgebaut wie Lenormand-Kartendeck, aber mit anderen Symbolen, dafür allerdings immer noch mit 36 Karten. Sie haben hier die Beschreibung aller Karten, die in diesem Set sind. Die Karten zeige ich übrigens auch gleich mit. Ja, die 36 Karten von diesem Deck. Die 36 Karten, die ihr Leben vielleicht mal auch wieder mal spiegeln. Und zwar, man muss nicht immer sehr hellfühlig sein oder hellsichtig, um Karten legen zu können. Sie können das auch lernen. Und zwar mit diesem Set geht es einem Kind leicht. Wir haben zum Beispiel hier eine Karte, das Haus. Und zwar das Haus symbolisiert unsere Seele, das Haus symbolisiert natürlich auch unsere Innenwelten und das Zuhause. Und hier steht schon auf der Karte, Haus, die Heimat, bewahre dir deinen reines Herz. Sie können auch das Orakel als Tageskartendeck nutzen. Wenn Sie sagen, heutiger Tag ziehe ich eine Karte, oh Affe, die Liebe, ein lieber Tag. Und zwar da hat man auch gleich eine Affirmation darauf, du findest die dauerhafte Liebe. Also spricht, der Tag ist für die Liebe wie geschaffen. Wir ziehen noch eine Karte einfach mal, ich zeige einen an den anderen, der Stiefel. Der Stiefel, womit hat Stiefel zu tun? Es sind immer die Symbole, die in unserem Gehirn sind. Wir kennen die Symbole und eigentlich ziehen wir auch nicht umsonst irgendeine Karte raus, sondern das ist genau das Symbol, was uns zeigt, was heute geschieht oder was zunächst kommt. Der Stiefel steht für die Sicherheit, also man ist quasi geerdet. Und da steht auch wieder mal eine schöne Affirmation, suche nach einem lebenden Vorbild. Wenn man die Karten im großen Blatt zusammenlegt, kann man natürlich immer noch die Kettenreaktionen erkennen. Sie können auch nur 5 Karten legen auf ein bestimmtes Thema. Wie geht es weiter in der Liebe oder im Job oder in meinem Beruf? Oder wie geht es weiter mit meiner Spiritualität? Die nächste Karte, die ich jetzt nochmal ziehen möchte, ist Flugzeug. Was könnte Flugzeug darstellen? Was könnte das bedeuten? Flugzeug heißt Luft. Luftelement, Leichtigkeit, Bewegung. Und steht natürlich auch für Reisen. Verbringe deine Tage in Frieden. Also das ist die Karte auch für innerliches Frieden, für die Seele. Und wenn Sie sagen, okay, heute habe ich die Karte gezogen, dann möchte ich auch was für die Seele tun, dann werden Sie auch Erfolg haben. Und wenn Sie eine besondere Frage haben und sagen, ich möchte wissen, wie vertrage ich mich mit meiner besten Freundin weiter, ziehen Sie einfach 3 Karten. Und zwar zum Beispiel haben wir hier Eimer, die Fülle, Fisch, für das Geld und Quadrat für das Ende. Also spricht eigentlich, da kann ein Streit kommen, und zwar wegen des Geldes. Da müssen Sie aufpassen und da können Sie immer noch weiter was anderes machen, was Geld nicht betrifft. Da haben Sie diese Freundschaft immer noch da. Die beliebteste Frage ist, wie geht es mit meinem Herzensmann oder mit meiner Herzensdame weiter? Ziehen Sie auch hier 3 Karten und schauen einfach mal, was passiert. Dann nehme ich einfach mal als Beispiel jetzt die nächsten 3. Bulle, Frau und Heu. Also Bulle steht für den Mann, Frau für die Frau und natürlich Heu für das kleine Glück. Also das heißt, bei diesen 3 Karten heißt, die Beziehung kann weiter funktionieren und wird kleines Glück noch bringen. Kleines Glück kann zum Beispiel Kind sein, etc. Wenn man weitere Karten natürlich nachlegt, kann man immer nur sagen, okay, was ist das? Kleine Glück, die Sicherheit zum Beispiel. Oder auch wieder mal, der Tisch steht für kleine Problemchen. Also meine Lieben, wenn ihr mit Karten arbeiten wollt, lege ich euch ans Herz diese Karten mit Kaffeesatzsymbolen. Jeder kann damit umgehen und jeder kann das in Hand umdrehen lernen. Kartenlegen gehört vielleicht mal auch bald zu ihrem Leben. Dieses Set, das Buch und natürlich 36 Karten dazu, findet ihr in jedem Buchladen oder im Internet unter ISBN-Nummer 978 38 9845 21 37.
sind 36 Karten und ein Buch mit 60 Seiten Inhalt. Und zwar, da geht es im Buch um Kaffeesatz verstehen, also Kaffeesatz-Symbole verstehen. Hilfestellung zur Deutung ist natürlich auch gegeben. Die Karten selbst sind auch von mir entworfen worden. Die Deutung von Kaffeesatz und von den Karten ist natürlich auch inklusive. Ja, vielen Dank für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Vadims YouTube-Kanal. Bis dann, ciao.